In der Anfangszeit unserer Arbeit, als ich von vielen von diesen Dingen noch nichts wusste, weil ich eben auch ein junger Mann war, promoviert war, gedacht habe, die Zukunft liegt vor einem, war die Tendenz, den Leichtbau so absolut zu beherrschen, dass wir das leichtestmögliche, also das absolute Materialminimum erreichen. Das ist dann das Schwierigste, was Sie tun können, weil wenn Sie keinen Gramm mehr weglassen können, dann müssen Sie schon alles beherrschen. Das ist wie beim Übergang von einem Lastwagen zu einem Formel-1-Rennwagen. Ein Lastwagen könnte ich noch designen, ein Formel-1 müssen wir schon mal schauen. Das heißt, wenn Sie das Nicht-Lineare beherrschen, ist das Lineare ein einfaches, nahezu langweiliges Leben. Also hangelt man nach dem Nicht-Linearen. Ja, man sagt, könnten wir nicht Fassaden bauen aus Stoff mit einem Gewicht von 100 Gramm pro Quadratmeter? Dann können wir den Stoff stabilisieren, indem wir falten. Und können wir die Falten stabilisieren, indem wir sie mit irgendeinem Harz versteifen? Das waren die Arbeiten. Da haben wir viele Weltrekorde auch gebaut im Büro. Weltrekorde sind für uns nicht wichtig, wir reden gar nicht drüber. Aber letztlich ist es dann doch wieder wichtig, weil wir haben die Grenze ausgelotet. Die Grenze zu einer Zeit. Was Sie hier sehen, ist die höchste Kohlefaserkonstruktion aller Zeiten. Ungefähr 60 Meter hoch, Kohlefaserstäbe, ein Kunstwerk in München, der New Yorker Künstlerin Rita McBride. Das war eine Nouveauté, das konnte bis dahin niemand. Und wir haben gesagt, wie geht das mit Kohlefaserstäben dieser Dimension, dieser Länge, wie kann man die stoßen, wie kann man die miteinander verbinden, was haben die für ein Problem, beispielsweise wenn der Wind strömt, fangen die an zu flattern. Für die Fachleute gibt es ein Ermüdungsproblem oder andere Dinge wie hier, das kann man nicht so richtig sehen, aber das ist die größte Titanapplikation aller Zeiten, 27 Kilometer Titanrohre. Der Architekt Hans Hollein hat die Idee gehabt und hat gesagt, Professor Sobeck, wir machen da einen Screen aus Titan. Dann haben wir nach langem Arbeiten festgestellt, wir machen aus Rohren 50 mm Durchmesser, 0,5 mm Wandstärke. So dünn wie Papier. Und biegen diese Rohre nicht in der Fabrik, sondern vor Ort, drücken wir sie in ihre Verankerung hinein, sodass sie diese doppelte Krümmung einnehmen, in toto 27 Kilometer. Also dann wussten wir jetzt also, wie weit können wir mit Titan gehen, wie weit können wir mit Kohlefasern gehen, wie weit können wir mit Stoff gehen, ja, wie weit können wir im traditionellen Stahlbau gehen. Christoph Ingenhofen hat dieses Projekt ja gezeigt mit diesem wunderbaren Atrium, wo dann sofort die Frage auftaucht, wie können wir aus diesem Atrium ein Dach machen, das eine gewisse Eigenschönheit ausstrahlt. Ohne dass wir irgendwas dazu tun, muss es aus sich heraus so wunderschön sein, dass jeder sagt, wir wollen nur noch in dieses Atrium gehen. Und was wir hier gemacht haben, ist relativ einfach. Wir haben das Dach verglast, die Glasscheiben sind alle gleich groß, daraus ergibt sich ein Raster für die Stahlträger, die aber unterschiedliche Beanspruchungen haben. Und deshalb haben wir den Höhenverlauf der Stahlträger zu den Stützen hin zunehmen lassen, also eine Art Pilzkonstruktion gemacht, die sehr, sehr logisch in sich aussieht, die aber das Maximum an Stahl spart. Aber schauen Sie, das ist dann der Begriff, ich benenne das Eigenschönheit. Wenn Sie im Leichtbau an die Grenze kommen, das ist typischerweise iterative Prozesse, dann arbeiten Sie und sagen immer, das ist ja grausam, das wird ja auch nicht besser und ist es wirklich der Weg auf zum Optimum? Und auf einmal, wie so ein kleines Plopp, dann sagen Sie, mein Gott, das Ergebnis ist ja so wunderschön. Eigenschönheit, die evolviert aus der Logik der Konstruktion. Und so haben wir hier diese Eigenschönheit. Oder schauen Sie, das größte Fenster wahrscheinlich der Welt, 8 Geschoss hoch, 8 Geschoss breit, das, was Sie sehen an schwarzen Strichleinen, das sind die Dichtungsfugen zwischen den Scheiben. Das ist nicht die tragende Konstruktion. Die besteht aus vertikalen und horizontalen Seilen, so dick wie mein Daumen, also ein Akademiker-Daumen, 20 mm. Vorgespannt wie ein Tennisschläger, der ja enorme Kräfte durch den anfliegenden Ball aufnehmen kann. Und so können wir das hier auch bei starker Windbelastung machen. Und wenn der Bauherr sagt, um wie viel verformt sich das dann, dann muss man seine jungen Ingenieure insbesondere immer sofort Ruhe, weil am Anfang haben die immer gesagt 500 mm, was ja der Wahrheit entspricht. Da ist der Bauherr immer käseweiß geworden, ne, und hat gesagt 500 mm, da rennen mir ja die Mitarbeiter davon. Und da habe ich immer gesagt, wissen Sie, bei 160 Stundenkilometer Wind schaut keiner auf die Fassade.
So, aber da sind wir hingekommen. Ne? Die absolute Entmaterialisierung, Sie können kein Gramm mehr weglassen. Und trotzdem ist alles safe. Dann hatten wir die grandiose Idee, wir bauen mit Glas, aber nur noch mit Glas. Also Glas als tragender Baustoff für richtige Konstruktionen, nicht nur als Fensterglas. Haben den Glasbogen 1 gebaut mit 10 Meter Spannweite und Glas als tragendem Baustoff. Dann haben wir einen mit 20 Meter Spannweite gemacht, dann wusste man, wie es geht. Dann kam ein junger Ingenieurstudent aus Sizilien und hat gesagt, ob er bei mir promovieren dürfe. Also hat er über dieses Thema einer schalenartigen Konstruktion ungeahnter Dünnheit gearbeitet und promoviert. 10 mm dick bei 8,50 Meter. Das ist das 20stel der Verhältnisse bei einem Hühnerei. Jetzt ist er heute mein Nachfolger. Also so kann es gehen. Und dann haben wir die Komplexität natürlich gesteigert. Ein Entwurf von Christoph Ingenhofen. Wir haben die tragende Struktur gemacht. Das, was Sie hier als Glas sehen, ist eine insgesamt 300 Meter lange Wand. Die besteht aus 13.400 dreieckigen Glasscheiben unterschiedlicher Größe. Und diese dünnen Stäbe, die Sie dort sehen, aus Edelstahl, die sind nur gruppenweise identisch, aber dann wechselt ihre Geometrie wieder. Und die sind alle zweifach gekrümmt, spiralartig. Sie haben Tausende von Bauteilen, die sind alle unterschiedlich. Also haben wir das gemacht und haben Simplizität entwickelt, Bauteilgleichheit, einfache Verbindungen, wo keiner irgendetwas durcheinander bringen kann. Und jetzt merken Sie schon wieder, wenn Sie an die absolute Grenze kommen, dann kommt diese Eigenschönheit. Dann sagen Sie, da kann man jetzt nichts mehr machen. Da braucht man auch nicht Prada hinschreiben oder Porsche, weil das kann nur schlechter werden. Es ist für sich einfach perfekt. Das war die Komplexität. Und dann waren wir der festen Meinung, jetzt haben wir alles, jetzt beherrschen wir alles, jetzt sind wir, das waren wir ja auch, ne? Irgendwie sowas wie Weltmeister. Helmut Jahn hat mal gesagt, wie hat er das gesagt, when it gets magic, then it's probably us. Und dann habe ich mich aber während dieser Entwicklung gefragt, du bist jetzt in der Lage, von etwas, was man im Jahr 1970 mit 100 Tonnen Material baute und im Jahr 1980 vielleicht mit 70 Tonnen, das kriegst du jetzt mit 40 Tonnen hin. Das ist ja ganz toll. Aber wie sieht es eigentlich um die Produktionsabfälle aus? Und dann kam ich auf die ganzheitliche Betrachtungsebene, dass ich sage, wenn wir so etwas optimieren, dann müssen wir vom Anfang bis zum Ende denken. Ja, also die Materialwirtschaft spricht von einer Umlaufzeit. Ich kaufe das Material, es hat einen Umlauf bis zum Ende des Bauwerks und dann geht es wieder zurück. Was passiert in dieser Umlaufzeit? Und dann habe ich angefangen herumzutelefonieren, damals gab es noch kein Internet, für Verbandssprecher, Geschäftsführer und habe gesagt, wie ist eigentlich bei Ihnen die Recyclingquote? Ja, 95%, habe ich nur gestaunt. Und wie ist sie bei Ihnen 3? Das habe ich dann ein paar Wochen gemacht und dann habe ich festgestellt, zwischen 3 und 95% findet man alles in dieser Republik. Und habe ich diese Leute besucht. Ich war ja damals ein junger Mann und ein bisschen ängstlich und scheu und so. Ne? Wie das so ist bei einem Verbandsgeschäftsführer mit 4 Sekretärinnen und einem 200 Quadratmeter Büro, hat man ja schon Respekt. Ja, sagt er, Ihre Recyclingquote kommt daher, weil Sie stecken den Bauschutt in die ehemaligen Kohlebergwerke des Ruhrgebiets. Und der andere hat gesagt, ja, Sie verbrennen das, das ist thermisches Recycling. Und dann wurde mir klar, dass wir wieder eine Begriffswelt haben, nämlich Recycling und thermisches Recycling und sonst was, die im Wesentlichen irreführend ist für den normalen Bürger. Und wenn der Bürger irregeführt wird, dann kann er ja nicht mitdenken. Aber wenn die Bürger nicht mitdenken und die Bürgerinnen, dann kommen wir nie voran. Also um alle in der gesamten Gesellschaft in Marsch zu setzen, Richtung einer positiven Zukunft, müssen doch alle wissen, um was es eigentlich geht. Und dann, wie ich halt so bin, habe ich das alles zusammengetragen, wissenschaftlich seriös, und habe dann 1992 die wahrscheinlich ersten Vorlesungen weltweit über recyclinggerechte Architektur gehalten. Dann haben mich die Kollegen für out of control bezeichnet. Ne? Und ich habe den Begriff der ephemeren Architektur eingeführt und habe gesagt, meine Gebäude müssen ephemer sein. Die können nach einem Tag wieder gehen, wenn ich mich getäuscht habe, oder nach 100.000 Jahren, wenn die Menschen sie geliebt haben. Die einzige Bedingung ist, sie müssen mit Anstand von der Erde verschwinden.
Das heißt, sie müssen voll rezyklierbar, emissionsfrei und ohne großen Aufwand wieder gehen können. Und die wissenschaftlichen Grundlagen dafür, die habe ich in diesen Vorlesungen in Hannover gehalten. Und dann entwickelt man sich ja weiter. Um diese Zeit herum kam langsam die Erkenntnis auf, dass wir vielleicht auch ein Emissionsproblem haben. Das war so 1990 bis 1995, das wurde ja bis dahin verleugnet. Solange bis die Messungen auf Hawaii und die Computermodelle der Meteorologen und die Messung der Temperaturveränderungen alle koinzidente Ergebnisse zeigten. Dann hat man gesagt, ja, es ist wohl so. Also habe ich gesagt, dann müssen wir das auch noch integrieren. Und habe gesagt, unsere Gebäude müssen auf der technischen Ebene zukünftig drei Forderungen erfüllen. Also die Gebäude müssen keine Energie mehr verwenden, die auf Verbrennungsprozessen basiert. Die Gebäude selber dürfen nichts mehr emittieren. Und die Gebäude dürfen keinen Müll produzieren. In der Herstellung nicht, in der Benutzung nicht und auch im Rückbau nicht. Triple Zero haben wir das genannt. 1997. Dann haben wir in Stuttgart dieses Haus gebaut, in dem wir heute noch wohnen. Ohne Schornstein, wie Sie sofort sehen. Ne? Ein emissionsfreies Haus, zu weit über 90% recycelbar. Das wiegt ein Sechstel von dem, was ein normales Haus wiegt. Und es ist in der Tat nur ein Raum, bis auf die Toilette. Schauen Sie, ich habe keine Uhr mehr seit 20 Jahren. Weil wenn Sie in einem Haus leben, wo Sie von der umgebenden Natur vollkommen eingehüllt sind, dann erkennen Sie die Uhrzeit an der Farbe des Lichts und an der Intensität des Lichts. Und natürlich ist es vielleicht ein bisschen privilegiert, in so einem Experimentalhaus zu wohnen, aber das sehen Sie jetzt mich, wie ich dort arbeite. Und der Fotograf hat von außen durch das Haus nach außen fotografiert. Aber so erlebt man das Haus eben auch, wenn man dort arbeitet. Man sitzt irgendwo auf einem fliegenden Teppich im Grünen. Und da kann man ja nur gute Gedanken haben. Das Stichwort Recycling, was wir dort eingeführt haben, Rezyklierbarkeit, das haben wir dann natürlich weiterentwickelt. Ein ganz toller Bauherr von mir, der Kollege Richner aus Dübendorf, der ist auch da, der war hier mein Bauherr. Das ist nach meinem Wissen größte Forschungsvorhaben im Sektor Bauwesen der Schweiz mit über 100 Millionen Schweizer Franken, um die Zukunft im Bauwesen auszuloten. Und 12 Architekten haben auf einer vorgegebenen Plattform einzelne Module eingebaut. Ich war der einzige Nicht-Schweizer und das hell erleuchtete in der Mitte. Das ist unser Beitrag, den ich zusammen mit Dirk Hebel und Felix Heisel gemacht habe. Ein Haus, so ungefähr 95% rezyklierbar, das zu großen Prozentsätzen aus Rezyklaten besteht. Also bauen mit Bauabfall oder mit Plastikabfall. Beispielsweise sind die Innenauskleidungen in Toiletten und in den Duschen, die sehen so aus, das ist der berühmte Dübendorfer Marmor. Das sind Plastikrezyklate aus transparentem PET und aus blauen Flaschendeckeln. Sie können eine grüne Flaschendeckel nehmen, dann ist es eben ein grüner Marmor oder ein roter oder Sie machen einen kunterbunten Marmor. Das heißt, jetzt arbeiten Sie mit Rezyklaten mit einer hervorragenden sanitären Qualität, hygienischen Qualität, wasserdicht, luftdicht. Das Material wird in Scheiben angeliefert, 1 Meter breit, 2,50 Meter hoch. Da können Sie Ihre Dusche perfekt damit auskleiden, natürlich ohne Silikonfuge. Ne? Da müssen Sie dann schon eine Pressfuge entwickeln. Aber das geht auch. Und so haben wir diese Dinge in dem Bereich vorangetrieben.